Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Video. Hier, ich bin zum ersten Mal bei der IDM dabei. Ich habe hier einen Gaststart beim Boxer Cup bekommen und werde heute zum ersten Mal fahren. Ich bin jetzt, also ich stehe gerade vorm ersten Turn, ich bin das Ding noch nie gefahren. Gott sei Dank bin ich schon mal in Most gefahren. Und wir können mal hier rüber schauen, also das hier die Box von Wilbers und das hier sind meine zwei netten Mechaniker. Können wir mal kurz winken. Und das ist quasi das Bike, das ich fahren werde. Können wir mit rüberkommen. Boxer Cup, sprich eine BMW R90. Ziemlich geiles Teil, man sagt ja immer auch mal die Kanonenkugel. Ich fahre zusammen mit 50 und den ganzen anderen jetzt dann raus. Und ich bin mal gespannt, was das Ding so macht, was das Ding so kann. Und ich bin mal gespannt, wie ich mich so drauf schlage. 50 hat er schon gemeint, man kann sie schlecht mit der 1000er vergleichen, mit der normalen Supersportler, und man kann sie schlecht mit der 600er vergleichen. Von daher muss ich einfach mal gucken, wie ich mich wohlfühle. Ich kann die Kamera leider nicht am Helm machen. Ihr wisst ja, ich mache es immer sehr gerne am Helm, weil man ziemlich viel sieht, aber das ist vom Reglement anscheinend nicht so gestattet. Von daher habe ich jetzt hier vorne ein Klebepad, hinten Klebepad und an dem vom Cockpit und versuche jetzt einfach mal ein paar coole Aufnahmen zu machen. Und jetzt geht es erstmal los mit ein paar Fahraufnahmen. Echt richtig spannend, ich muss echt sagen, macht echt Bock, hat mich ein bisschen an eine A3 erinnert, die viel zu schwer ist, aber man kann doch mehr Sachen machen als gedacht. Also ich hatte schon ziemlich viel Spaß auf dem Motorrad, kann man vielleicht sehen oder auf den Aufnahmen, und meiner Meinung nach fährt sich auch sehr flüssig. Also so dieses flüssige Fahren, was ich auch schon mal bei der R3 gesagt habe oder bei der KTM 390, hat man da auch wieder. Man hat nicht so viel Leistung und fährt daher einfach flüssiger, man muss auch den Schwung mitnehmen. Von daher, es macht echt wirklich Laune. Auch wenn das Teil natürlich keine Supersportler ist und jeder immer Supersportler noch feiert. Aber ich muss sagen, mir macht es auf jeden Fall Spaß bisher. Los, Freddy. Ja. Hast du noch ein bisschen Wegfleisch mitgenommen? Ab geht's zur Fahrerbesprechung. So sieht's aus. Jetzt haben wir... Oh. Das erste Training ist gelaufen. Jetzt haben wir nachher gleich das zweite Freitraining. Und jetzt geht's aber erstmal ab zur Fahrerbesprechung. In diesem Sinne, Prost. Oh Mann, ey, ist pisst. Überhaupt keinen Bock auf Regen. Ich wäre so gar keinen Bock auf Regen. Wenn der Eimer alles geht. Was ist denn da los? Ich weiß auch nicht. Kann ihr mir das sagen? Die Bremse, die muss gehüllt werden. So, es hat mittlerweile geregnet, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt. Und ich werde jetzt aber doch im Regen fahren mit so einem Teil. Mein erstes Mal im Regen.
So Leute, nicht erschrecken, ihr hört hier meine Stimme. Ich habe gedacht, ich werde jetzt den ganzen nächsten Teil einfach ein bisschen kommentieren. Das macht vieles einfacher, gibt ein bisschen was zu erklären. Hier der Start aus meiner Box, aus der Wilbers Box. Geht's raus zur ersten Einführungsrunde. Hier, ihr seht schon, Wet Practice, es sind immer noch so Mixed Conditions, es sind immer noch nasse Stellen. Der Großteil der Leute, wie auch beim 50 seht, sind mit Regenreifen noch unterwegs, wie auch ich. Ein paar von uns, Nate und noch ein anderer Kollege, hatte Slicks drauf. Hier, der gute Kerl ist gleich in der Einführungsrunde gestürzt, ziemlich ärgerlich, hatte aber auch Regenreifen drauf, aber ihr seht einfach mal, wie schnell es dann einfach gehen kann. Ja, hier geht's in die Startaufstellung und dann geht's auch schon los. Ihr seht schon, ich drehe ein bisschen zu hoch. Mir wurde eigentlich gesagt, bis 3000 drehen und dann Kupplung schnell rauslassen. Vor lauter Aufregung natürlich viel zu hoch gedreht. Ihr seht, es fahren einige an mir vorbei, kann aber letztendlich dann doch wieder ein bisschen was überholen. Und dann geht es auch schon in die erste rechts. Ist immer ziemlich gefährlich, wenn dann immer so alle Motorräder auf eine Kurve zusteuern. Aber das macht ja auch den Nervenkitzel ein bisschen aus. Hier beim Rausbeschleunigen. Traction Control regelt bei mir eigentlich wirklich die ganze Zeit. Das wurde mir dann letztendlich auch ein bisschen zum Verhängnis. Wir hatten den Slick-Modus eingestellt, aber dafür eben die Traction Control ziemlich hoch. Da hatte ich dann aber einfach dann wirklich Probleme beim Rausbeschleunigen oder allgemein beim Beschleunigen auf der Geraden, dass ich einfach den anderen Jungs nicht hinterhergekommen bin. So, den ersten Kollegen gleich überholt. Das ging ja noch ganz gut. Hier hinten in der Spitzkehre. Rausbeschleunigen hat sich sehr gut angefühlt, aber wie gesagt, dann auf der Geraden sind mir die Jungs dann mehr oder weniger immer davon gefahren. Und ich konnte dann eigentlich immer noch bis zur nächsten Kurve warten. Da bin ich dann eigentlich immer relativ gut dran geblieben. Hier, ihr seht schon die Konditionen von der Strecke. Wirklich krasse Mischverhältnisse. Du hattest hier echt teilweise wirklich gute Regenstellen. Aber von Runde zu Runde ist die Strecke immer besser oder immer mehr abgetrocknet. Da dachte ich dann, Mensch, da könnte ich ihn ja vielleicht noch kriegen, aber der gute Kerl hat auch sehr spät gebremst. Von daher bin ich da leider nicht mehr vorbeigekommen. Und das sind die letzten zwei Kurven und dann geht es auch schon wieder auf die Start- und Ziellinie. Und da kann ich dann wieder mal nicht so mithalten. Nicht wundern, wir fahren hier so ein bisschen nach rechts und links, beziehungsweise jeder sucht sich da ein paar nasse Stellen. Das hat einfach den Hintergrund, um die Regenreifen wieder ein bisschen abzukühlen. Falls ihr übrigens Lust habt, das Video in voller Länge anzuschauen, checkt einfach mal den Link in der Videobeschreibung. Da habe ich meinen Zweitkanal verlinkt. Da sind immer alle Rennen ohne mein Geplapper und in voller Länge. So, habe mich bisher auch echt eigentlich ganz gut gefühlt. Ist eigentlich ganz gut verlaufen, das Rennen bisher. Konnte mich hier auch noch mal ein bisschen hindurch quetschen bzw. reinbremsen vor ihnen. Und dann schaut es eigentlich auch so aus. Ich habe das im Rennen gar nicht so realisiert, aber da bin ich dann auch schon auf dem fünften Platz. 50 ist da auch schon auf dem dritten Platz, den werden wir dann auch noch sehen. Der hatte ein bisschen Probleme mit den Konditionen. Ihr seht schon hier, dass sich verbremst. Hat einfach gemeint, er kam da einfach nicht so gut zurecht. Und ihr habt vielleicht auch gesehen, hatte da auch Schaltprobleme. Hat sich danach einfach rausgestellt, dass das wohl auch mit einer hohen Traction Control zusammenhängt. War mir auch neu, aber das war dann quasi einfach das Ergebnis von einer zu hoch eingestellten Traction Control. Das hat dann anscheinend Schaltprobleme ausgelöst. So, vor mir 50 ganz eng. Und hier seht ihr es dann auch, 50 vor mir. Ich war dann auch schon am Überholen,
Und da seht ihr auch rechts oben im Bildschirm, stellt er irgendwas an der Traction Control ein oder stellt gerade irgendwas ein. Wie gesagt, er kam da einfach nicht zurecht. Aber passiert einfach mal. Ja, und dann hat sich eigentlich auch nicht mehr so viel getan. Ich bin als vierter Platz ins Ziel gekommen an meinem ersten Rennen. War wirklich stolz und war eigentlich auch wirklich echt zufrieden mit meinem ersten offiziellen Rennen auf der IDM. So, ich habe mir mal schnell den Thomas geschnappt. Das ist quasi der Koordinator für Wilbers bzw. für den Boxer Cup. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Und du warst auch derjenige, der mich eingeladen hat hierzu für den Gaststart hier in Most. Ja, genau. Es ist schön, dass du da bist. Kannst ja mal richtig zeigen, was Sache ist. Und ja. Wir waren ja gestern schon schwer beeindruckt. BMW Motorrad Boxer Cup, neue Serie, ganz andere Motorräder als die anderen, die in der IDM fahren. Ja, akustisch toll, optisch interessant und ich glaube, zu fahren hat ja auch Spaß gemacht. Macht auf jeden Fall Spaß. Und ich habe mir immer gefragt, kann da jetzt eigentlich jeder mitmachen oder beziehungsweise was kostet so ein Paket oder wie läuft das dann eigentlich? Muss man sich einfach bei dir melden? Also im Prinzip, der Einstieg ist, man kann sich bei mir melden, kann ein Motorrad mieten, kann schauen, ob einem das gefällt. Also man kann auch erstmal testen? Man kann erstmal testen. Also im Frühjahr haben wir die Leute nach Kalafat eingeladen, die konnten 2-3 Tage testen, konnten sich dann entscheiden, ob sie mitfahren wollen oder auch einen Gaststart machen. Das haben einige gemacht. Einige haben sich direkt für die Serie eingeschrieben. Nur die Leute, die sich für die Serie einschreiben, können Punkte sammeln für die Jahresendwertung. Aber es kann jeder auch zwischendurch mitfahren auf der Strecke, die ihm liegt. Also wir bieten alle Möglichkeiten. Alles klar, perfekt, super. So, wir sind mittlerweile am letzten Renntag angekommen, heute Sonntag. Und jetzt geht's zum letzten Rennen und Gott sei Dank trockenen Rennen. Beim Samstagrennen war ja ein bisschen Mischverhältnis. Ihr habt das ja alles schon kommentiert, habt ihr gerade schon gesehen. Und jetzt geht's los mit... ja, besten Bedingungen würde ich fast sagen. Bin gespannt. Hoffe mal, dass jetzt die Schaltprobleme weg sind. Ihr habt es ja gesehen, bin öfters mal in so einen Zwischengang gekommen. Habe ja schon erklärt, hoffe mal, dass das jetzt weg ist. Und ich hoffe auch, dass ich endlich mal einen besseren Start hinlegen kann. So, ich habe noch relativ wenig über das Bike erzählt. Das gute Ding hat 110 PS auf 210 Kilo. Also es wiegt wirklich einiges. Aber ich muss sagen, ich habe es ja schon ein paar Mal kurz nach dem Rennen schon gesagt, ich komme eigentlich relativ gut zurecht. Die fetten Zylinder, die jetzt immer hier im Raus stehen, muss ich sagen, machen sich echt ganz gut beim Umlegen. Es ist erstaunlich, wie wendig das Gerät ist. Aber ja, sei es drum, ich komme gut zurecht, ich kann mich auf jeden Fall nicht beklagen und jetzt geht's erstmal zum zweiten Rennen. Also.
So, das war's auch schon wieder mit dem Video. Gestern 4. Platz, heute 5. Platz. Ich würde sagen, kann sich sehen lassen. Bin eigentlich ganz zufrieden. Zum ersten Mal Boxer Cup gefahren, also beziehungsweise zum ersten Mal Boxer gefahren und zum ersten Mal mit Regenreifen gefahren. Bin eigentlich schon ganz gut zurechtgekommen. Hat auch eigentlich überhaupt keine Probleme mit dem Motorrad. Ist eigentlich alles immer ganz gut flüssig gelaufen. Wenn euch das ganze Thema Boxer Cup interessiert, checkt einfach mal den Link in der Videobeschreibung. Da habe ich die ganzen Jungs verlinkt. Also wenn euch das mal interessiert, da mal mitzufahren oder allgemein euch informieren wollt, dann checkt den Link einfach mal aus. Schreibt mir in die Videokommentare, wie euch das Video gefallen hat. Interessiert euch überhaupt das ganze Thema Boxer Cup oder sagt ihr, nee, bleibt irgendwie bei Supersportler. Würde mich interessieren, ob es euch interessiert. Von daher, bis zum nächsten Mal. Peace.